Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Final Fantasy 7. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich laufe hier rum, auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen. Und Random Encounters. Nee, wir müssen ja weiter auf den Spuren natürlich von Sephiroth und ich hab da keine Ahnung, wo ich da erstmal suchen soll, ne? Das fällt mir gerade so ein bisschen schwer. Und aufs Maul. Blöder ist halt, sonst wird er halt auch nicht gesagt, wo es. Oh, er ist ein Level Up. Geil. Wo jetzt wir weiterkommen können. Also, es hieß ja, Sephiroth soll irgendwo Richtung. Beziehungsweise, wir sollen da zu diesem. Ah, na, Sephiroth, sag ich. Zu der. Der Tempel der Cetra. Irgendwo. So, Pi mal Daumen. Ich würde nämlich gerne in Städte, wo ich halt noch nicht war. Das kleine Bronco. Kommen wir denn hier rüber auf diese Insel? Geht das? Da unten ist auch noch nämlich was. So ein kleines Pünktchen. Aber ich glaube, da komme ich nicht ran. Nicht lang, ne? Aber ich kann nur die Küste entlang. Ah, vielleicht schon. War ich hier nicht schon? Bin mir absolut nicht sicher. Aussteigen. Komm. Jetzt. Da oben dieser Waldabschnitt ist damit gemeint. Wow. Na du dicker Wurm. Bam. Ich glaube, ich brauche gleich mal eine Heilung für alle. Sonst sieht das ein bisschen übel aus. So. 1 und 2. Erstmal auf sie selbst. Ah, Entschuldigung, ist ja fehl am Platz. So, Blitz 2. So, Heilung 2, auch nochmal auf Cloud. So, gehen wir nochmal mit Eis in die Runde. Das hat ja ganz gut geholfen gerade. Oh, 610, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Oh nein. Wow. Zum Glück habe ich uns gerade geheilt. Das verklappt wahrscheinlich auch wieder im gelben Bereich. Ja, da muss doch mal jetzt zusammenbrechen, der Pupp. Kann ja nicht sein, dass der alles aushält, ne? Wie viel hat er wahrscheinlich? Irgendwas über 3000 oder so. Was? Daneben? Schwein. So, hast. Barrett. Was? Der pumpt uns mit Statuseffekten voll, das ist ja der Wahnsinn. So, Heilung 2. Auf Cloud. Jetzt geht die MP halt aus, ne? Das hat auch nochmal so ein Ding. Alter Schwede, der ist hartnäckig. Sandsturm. Ah, Heilung. Ist gerade eh nicht drin, aber. Einen Blitz können wir noch machen. Ah, wir haben ein Limit voll. Damit können wir auf jeden Fall das Genick brechen, hoffe ich. Immer noch nicht. Wow. Oh oh. Alter. Okay, wir haben halt der Wind voll. Perfekt. Es kommt wie gerufen. Dadurch, dass es ja keine MP verbraucht. Ich glaube, ich sollte auf dieser Insel noch nicht sein. Mir scheint der Gegner ist ein bisschen zu hardcore, glaube ich. Für mein Level aktuell. Aber guck mal, der geht nicht kaputt. Der wird mindestens mal 10.000 haben. Komisches Sandwurm oder was das ist. Er macht jetzt nicht den Höllenschaden, ja, aber trotzdem. Der komplette MP geht down. Ah, dann brauchen wir halt noch nicht. Limit.
Freiball. Das hänge ich schon fast schon 10 Minuten nämlich an diesen Typen dran. Bald. Fühlte. Och, endlich. Alter. Ja, Gewitter. Wir haben Blitz Level 2. Wow. Okay. Das ist mir doch ein bisschen zu anstrengend gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier hin sollte. Hier hin muss. Besser gesagt. Ach scheiße, hier komme ich nicht lang. Also ich glaube, mit dem Punkt auf der Karte ist dieser Waldabschnitt hier gemeint, aber ich komme da leider nicht hin. Ich würde eins machen, ich würde nochmal hier lang. Ah ne, geht ja nicht. Sehr tiefes Gewässer. Ich kann ja nur an den Stränden quasi entlang, so hier an der Seite. Auf diese kleinen Inseln da außerhalb komme ich halt auch nicht, ne? Das, was grün blinkt, was war denn das nochmal? Ich bin gerade nämlich wieder so ein bisschen raus, muss ich sagen. Aber vielleicht wäre auch Spaß, mir ein bisschen beim Leveln zuzusehen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn es euch freut, freut mich das auch. So, hier ist glaube ich ein Gebiet meiner Wahl. Nochmal speichern kurz. Nach dem Kampf gegen den Wurm. So. Habe ich vielleicht irgendwelche... So. Wow, warte. Ich habe Äther, 2 Stück. Aber wenn ich da in dem Ding bin, kann ich bestimmt... Ist da bestimmt ein Hotel oder sowas, wo ich pennen gehen kann, ne? Ach, das ist Chocobo Ranch. Kann ich nicht bei dem alten Mann pennen gehen, da? Übernachtung oder sowas? Stimmt, das war die Chocobo Ranch. Na, wie geht's? Willkommen. Wie wirst du mit dem Chocobo-Köder? Je höher der Materia-Level, desto leichter findest du ein Chocobo. Och, mir ist gerade nicht nach Chocobos. Suchst du ein Gasthaus? Ja. Wie wär's mit 100 Geld pro Nacht? Okay. Danke für deinen Besuch. So. Damit sind wir jetzt alle wieder full. Ich werde mal gleich rausgehen und das Team wechseln. Dann können wir mal ein bisschen die anderen Leute leveln. Ich bräuchte auch nochmal dringend. Ich bräuchte dringend nochmal eine zweite Heilmaterie. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Damit ich halt weiß, dass ich dann die anderen Leute halt auch heilen kann. So, PHS. Barrett kommt raus und KZ mal rein. Vielleicht wird auch mal wieder ins Team nehmen. Ja, die steigen. Ah, stimmt, wir haben ja Sid noch gar nicht ins Team genommen. Den zeige ich euch mal. Was der so auf dem Kasten hat, ne? Ah, doch, die Konstellation behalten wir. So, ich gehe zur kleinen Bronco wieder. Also, ich würde mal dumm behaupten, ich fahre jetzt nochmal so ein bisschen die Orte auf der Karte ab, die ich abfahren kann. Hier war das. Genau, das obere müsste Midgar eigentlich sein. Hier so. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich komme da nicht rüber. Das müssen wir ändern. Ich kann ja da hoch. Hier das Örtchen. Das Örtchen ist nicht Midgar. Das ist der Ort, da waren wir doch ganz am Anfang gewesen, als wir aus Midgar raus sind. Das nächste Kaff. Da haben wir die Geschichte von Cloud gehört und Sephiroth. Aber hier ist erstmal nichts weiter für uns. Dann... Ja, genau, dann müsste das Kaff nebendran Midgar sein. Das ist richtig. Okay. Midgar müssen wir erstmal nicht zurück. Dann fahre ich nochmal hier die anderen Ecken der Insel ab. Hier bei diesem kleinen Knöterchen, also hier bei diesem kleinen Inselabschnitt geht es dann nach oben. Dann gehen wir mal hier entlang. Achso, hier ist nichts. Sieht nur so aus, als ob es da weitergeht, aber hier ist Ende Gelände. Sehr schade. Ich habe gedacht, ich komme hier lang. Aber hier vielleicht. Ich fahr mal drumherum, also. Willkommen in Bone Village, dem Ort für Naturfreunde. Was willst du?
Der Mann im schwarzen Umhang, er hat den Tempel des alten Volks gesucht. Den Tempel des alten Volks? Er liegt tief im Süden. Der liegt auf der anderen Seite, zwischen diesem Ort und dem See. Eine Pyramide, die mitten im Wald steht. Wie kommt man da rein? Du brauchst einen Schlüsselstein. Schlüsselstein? Wie der Name sagt, ein Stein, der als Schlüssel dient. Ein reicher Mann soll ihn haben. Ah ja, die Kiste haben sie auch schon geplündert. Möchtest du etwas? Klar. Ich möchte erstmal ein bisschen Zeug loswerden. Wirbelwinde für alle Gegner. Ich habe auch noch so viel Zeug, ne, was ich halt einsetzen kann im Kampf. Und ich mach's nicht. Ich hab so wieder P des Gegners. Oh Mann. Der Bohrarm. Zeig erstmal, was du hast, Bub. Beiträge haben wir 12. Wow. Äther bräuchte ich mal ein paar. Die 5 Stück. Okay. Diamantenreif hat er. Da gibt es natürlich mehr Verteidigung. Ich muss erst mal gucken, was die Leute überhaupt für Sachen haben. Wow. Ob es vielleicht eine bessere Waffe gibt oder ein besseres irgendwas. Ich hab den Edin-Reif. Warum hat er den nicht? Gucken wir mal die Statuswerte an. Verteidigung Prozent geht zwar runter, aber der Verteidigungswert geht nach oben und ich habe wesentlich mehr Slots. Gib. Oh, Schutzwest ist richtig. Was geht der eigentlich? Schützer Frosch und Zwerg. Mach mal immun gegen Zauber. Er hat schon ein Goldarband. Geil. Na, Waffe haben wir keinen für ihn. Ich werde mal kurz rausgehen. Die anderen Leute equippen. Oder die equippen und aufheben. Ausrüstung? Ne, Quatsch. PHS erstmal. So, Barrett und tiefer. Ausrüstung? Okay. Ja, das ist schon richtig so. Der macht das, der kriegt das Goldarmband. Sternamulett ist richtig. Okay. Gut. Alles klar. Red, komm her. Und Iris. Ausrüsten. So. Ah, der hat einen Seraphinkamm. Wow. Hatte ich den schon die ganze Zeit? Alter Schwede. So. Schaden erhöht, würde ich sagen. Ja, Materie-Slots haben wir, aber wir haben keine Materie. Ich brauche mal neue Materie für die Leute. Ah, Adventures. RPGs besser gesagt. Immer so viel Zeug und das ganze Ausrüsten und sowas. Das braucht alles so viel Zeit. Das ist der Wahnsinn. So, guter Mann. Ja. Ich möchte gerne Sachen verkaufen. Mit Hüllclip natürlich. Ja, die Windklinge wird schon wesentlich schlechter sein, glaube ich, als... Ja, komm. Den Peacemaker verkaufen wir auch mal. Bohrarm kann weg. Dann haben wir noch hier... Doppelweeper kann auch weg. Und was auch machen, den behalte ich mal. Die Silberarmbänder kann weg. 2 Stück. Ja. Okay. Ah, ist noch ein Carbonreif, der kann auch weg. Okay. Sonst noch irgendwas? Die Goldarmband. Ja. M-Tentakeln. Bio-3-Zauber. Wow. Kaufen. So, wir kaufen jetzt die Diamantenreife, weil die sind besser. Wie viel brauche ich denn davon eigentlich? 7, so gesehen. Kann ich gar nicht. Ich pleite. Ich kaufe es mal 3. So. Ja, nein. Ich möchte gerne Hilfe. So. Ausrüsten. Alles klar. Nein. So. Nix Materia. Ausrüsten. Jetzt. Das ist anstrengend. So. Ich muss ja immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und jetzt wieder die anderen verkaufen. Die 3 Stück gibt natürlich auch nochmal Kohle. Dann kann ich mir nochmal
1, 2, 3 haben wir dann. Machen wir 4. So, jetzt haben wir 2000 irgendwas. Und damit sind wir pleite. Aber die anderen haben dann auch jeweils ein neues Armbändchen. Okay. Ich will mich ja noch ein bisschen weiter umgucken in dem Dörfchen. Geht's hier hoch? Ja. Hallo du. Du kannst den schlafenden Wald mit der Mondharfe wecken. Wenn der Wald wach ist, öffnet er dir den Weg. Für die Suche nach den Schätzen gibt es eine neue Methode. Mit Bomben simuliert werden Erdbeben und Erschütterung. Dann überprüfen wir die erzeugten Schallwellen. Okay. Ausgrabungen dauern. Die Schätze kommen in die Kiste neben dem Zelt. Nicht vergessen. Der Wald hier ist der schlafende Wald. Im Moment schläft der Wald. Und jeder, der ihn jetzt betritt, wird sich verirren. Du kannst reingehen. Weiß aber nicht, ob du jemals wieder rauskommst. Oh je, das klingt nicht gut. Ist hier eine Kiste oder sowas? Ne. Der schlafende Wald also. Klingt doch sehr verheißungsvoll. So. In diesem Dörfchen gibt es sonst nichts weiter, beziehungsweise in dieser Ausgrabungsstätte. Ich werde nochmal eine Sache tun, nämlich die Leute wechseln. Bevor ich vergesse, dass die alle hier irgendwie kein Ding haben, ne? Kein Reifchen. Den Diamantreif. So. Die beiden haben einen, die beiden nicht. Hä? So, jetzt. Ist der Mantreif besser? Der ist besser. Cool. Dann speichern wir prompt mal. Alright. Gehen wir wieder rein. Kann ich die verkaufen und dann werde ich mal versuchen, in den Wald zu gehen, egal ob ich mich verirre oder nicht, aber ich bin jetzt angefixt. Da. 3000, ja, immerhin. Wo sie steht, das ist auch ein Weg. Ja, hier können wir nicht vorbei. Folge dem Licht. Ich versuche erstmal gerade auszulaufen. Ist mal ein Test. Da liegt was? Ne, das ist vom Baum. Da rollt was. Hab ich es gesehen? Da. Zeigt das uns eine Richtung? War das etwa ein Hinweis? Materia Gujata. Was ist denn das? Rollt die Materia jetzt trotzdem noch weiter hier herum? Ach. Ach so, die, ja, die Ninjas-Dinger. Eine Beschwörung ist das. Wen hat er denn? Ramut, ne? Genau, dann kriegt ihr nämlich... jetzt wollte er gar keine Materia. Damals hätte es schwach auf der Brust, was Materia betrifft. Ne, weiter Materia gibt's hier nicht. So ein Dreck. Dann laufen wir mal wieder zurück. Wir können auch hier nichts irgendwo abbiegen. Es geht nur geradeaus. Ich bin mir nicht mehr sicher, was es im verbotenen Wald noch gibt, außer die Materie. Da bin ich leider gerade etwas überfragt. Gut. Aber die Materie haben wir schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. So. Dann nutze ich dieses Zeichen und speichere. Materie konnte ich leider von keinem kaufen. Was sehr schade ist. Und das Headset auf jeden Fall noch welche gekriegt.
So, hier ist Ende Gelände. Habt ihr gehört, aber der Tempel ist hier hinter. So, man ist außerhalb dieser Ausgrabungsstätte. Warte mal, wo geht's denn hier lang? Zum Kap, ne? Ja. Gut, wenn es außerhalb dieser Grabungsstätte hier nichts weiter gibt, dann gucke ich mich dann gleich mal auf der anderen Seite um. Wenn wir da nach oben fahren. Auch ihr. Abwasserkanal. Oh je. Damage Boost. Ja, Sitzlimit ist fast voll. Der Goldberg. Ist schon geil gemacht aus, macht aber einen Höllenschaden. Ich hasse dieses Vieh. Sieht so niedlich aus, weißt du? Und dann kommt er und zack, drückt erstmal 300 Schaden rein. Pennergesicht hier. Gut. Mal schauen, ob ich jetzt hier weiterkomme. Ob ich hier an Land gehen kann, da wo das Eis ist. Sieht schlecht aus, glaube ich. Der Tempel ist auf der anderen Seite. Ich komme aber nicht auf die andere Seite. Zumindest nicht so. Von hier aus ging es nicht, ne? Weil hier ist Feierabend. Ha, das ist natürlich ein Problemchen. Aber ein lösbares Chen. Das, was da drüben liegt, ist übrigens das Auto. Mit dem Auto. Ja. Kommen wir aber leider auch nicht weiter, weil es sich nur auf Land bewegen kann. Mit dem Ding können wir uns nur auf Wasser bewegen. Das wird sich alles noch ein bisschen einfädeln, wenn wir dann ein Gefährt haben, was fliegen kann. Dann wird das natürlich einfacher. Aber zuvor gehe ich nochmal an diesen Kap da hinten. Was ist denn da nochmal? Da sind Schokobo-Spuren. Weil die Welt ist jetzt ja nicht extrem riesig. Also die haben wir ja schnell gepackt in ein paar Sekündchen. Hier mal zu umrunden. Die ganzen Inseln. Ja, wie gesagt, hier so ein tiefes Gewässer geht dann nicht nur ein seichtes Gewässer. Genau, hier ging es nicht lang. So. Und das war hier. Können wir hier raus? Ne, können wir nicht. Ach, war das Nibelheim vielleicht? Hier so mit der Brücke und so. Bitte schon Schwamm schwabbelt. Und Random Encounters. Na, das ist doch toll. So. Dann zeige ich euch mal die Beschwörung. Die ist eigentlich sehr nice. Tetra-Desaster. Ach nee, das ist der Stiel. Wo waren denn nochmal die Ninjas? Ah, guck mal, die anderen hat's geheilt. Das ist eine Bodenattacke. In dem Fall. Wow. Cloud ist tot. Alter. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Spiel beendet. Okay. Ja, so kann's gehen, ne? Gerät noch mal so ein paar garstige Vögel, dann ist schon direkt Schluss. Ja, wie gesagt, es gibt da Gebiete, da dürfen wir halt nicht hin oder können halt nicht hin, weil... Aua, aua.
Gut, aber wir haben schon mal einen kleinen Hinweis bekommen, wo der Tempel auf jeden Fall ist, ne? Nämlich in der Richtung. Aber wir kommen aktuell jetzt irgendwie noch nicht dahin. Ich weiß auch nicht genau, wie wir dahin kommen. Muss ich mich mal schlau machen. Werde ich jetzt gleich mal im Anschluss machen. Und ein bisschen rumgucken und rumprobieren. Vielleicht finde ich ja einen Weg. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme Final Fantasy VII. Macht es gut, bis dahin. Haut rein.